Ja, das war früher mit dem Bürogebäude. Die letzte Nutzung war in den 70er Jahren, hat der Firmenbesitzer draußen auf dem Rebberg italienische Gastarbeiter engagiert gehabt und auch mehrere Familien von italienischen Gastarbeitern in diesem Gebäude gewohnt. Und dieses Gebäude hat jetzt die Gemeinde nach Halm erworben. Es ist sehr einsturzgefährdet inzwischen. Und wir wollen das jetzt im Zuge der Nordostbalken-Initiative zurückbauen und über unser Biodiversitätsprogramm, wir sind ja Biodiversitätsgemeinde, wollen wir dann diese Fläche renaturieren und zum Beispiel mit Obstbäumen, blühenden Sträuchern und so weiter eben wieder der Natur dieses Grundstück zurückgeben.